Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendung Unternehmer im Porträt, Führungskräfte im 21. Jahrhundert. Wir stellen Firmen und ihre Macher und Macherinnen vor, die etwas Besonderes tun, die etwas Spezielles herstellen oder aber die eine besonders erfolgreiche Dienstleistung vermarkten. Und das sind wieder drei Gäste in dieser Sendung, drei Unternehmerinnen und Unternehmer. Und als erster freue ich mich, aus Sachsen angereist zu begrüßen, Thomas Poland von der Firma Duodental Zahntechnik. Herr Poland, wir sprechen über das Thema Zähne und Zahntechnik. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Aus meiner Wahrnehmung ist das in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wichtiger geworden, oder? Wenn wir das mal vergleichen mit unseren Eltern und Großeltern in unserer Generation, geschweige denn der Jüngeren, ist das wichtig geworden, das Thema Zähne. Genau, da haben Sie vollkommen recht. Denn das Erscheinungsbild, das wir nach außen von uns geben, ist ja maßgeblich durch die Zähne beeinflusst. Und ein gesundes, schönes, attraktives Lächeln ist ja heute in der Geschichte bzw. in der Auftreten des Einzelnen extrem wichtig geworden. Und da sind auch gerade die schönen, festen Zähne, die natürlich dann auch so optimal wie möglich aufeinander beißen sollten, ganz wichtig geworden. Wie schaffe ich das? Also da gibt es ja verschiedene Dinge. Ich fange mal mit der Zahnreinigung an. Das ist ja wichtig, ne? Ist für einige vielleicht noch neu, aber wenn man ein-, zweimal im Jahr zu einer professionellen Zahnreinigung geht, dann ist schon sehr viel gewonnen, oder? Genauso ist es. Also die professionelle Zahnreinigung zweimal im Jahr, wie sie auch dementsprechend von den Zahnärzten empfohlen ist, sollte jeder wahrnehmen. Sollte natürlich auch dabei zu einer professionellen Kraft der Praxis gehen. Also es gibt da dementsprechend ausgebildete Zahnarzthelferinnen, die für die professionelle Zahnreinigung ausgebildet sind und die natürlich dann auch wissen, wie sie gerade mit solchen Geräten wie Airflow, das ist ein Luft-Sandstrahl-Gemisch, also aber nicht als Sand, sondern mit ja, Backpulver, ne? Genau, mit Backpulver, was auch dementsprechend ja eine runde Körnung hat, sodass da dann auch der Zahn nicht geschädigt werden kann, also sodass da nichts abgetragen werden kann und das dann vielleicht zu empfindlichen Zahnhälse und dergleichen kommt. Und man kann, glaube ich, einfach gesagt sagen, wenn man das ein- bis zweimal im Jahr macht, dann kann man sich den Zahnarztbesuch später oftmals sparen, ne? Wenn man sich richtig kümmert um die Reinigung. Genau, den Zahnarztbesuch vielleicht nicht sparen, denn man geht ja zum Zahnarzt zur professionellen Zahnreinigung. Aber man hat natürlich die Chance, dann seine Zähne wesentlich länger gesund zu erhalten und dann auch zu vermeiden, dass man Kronen oder Füllungen oder auch Brücken oder dann einen Zahnverlust hat. Ein weiteres Thema neben der Zahnreinigung ist natürlich der richtige Stand der Zähne. Das wissen auch nicht alle, deswegen gut, dass wir darüber heute sprechen. Zum Beispiel sowas wie Zähneknirschen im Schlaf hat natürlich etwas zu tun mit dem Kiefergelenk. Und da setzt Ihre Arbeit eigentlich an. Genau so ist es. Also viele Patienten, die unter Zähneknirschen leiden, die vielleicht Kiefergelenksprobleme haben, die aber auch Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen haben, bis hin zu Tennisarmen und dergleichen, das können alles Ursachen vom falschen Biss sein. Also von der falschen Zuordnung einmal des Unterkiefers zum Oberkiefer, wie er zusammenbeißt, sodass dann da auch das Kiefergelenk in eine falsche Position gebracht wird. Und zum anderen aber auch, dass in der Okklusion, also in dem Zusammenbeißen der einzelnen Zähne zueinander, Fehlkontakte da sind, Störkontakte da sind oder dass auch die Zähne mittlerweile schon so weit abradiert, abgearbeitet sind, abgeknirscht sind, dass der Unterkiefer zu weit am Oberkiefer dran ist. Das heißt, wenn ich mich um meine Zähne richtig kümmere, dann kann das ganz andere Krankheiten an irgendwelchen Stellen im Körper verhindern lassen, richtig? Das kann erstens die Krankheiten verhindern, beziehungsweise auch wird oft vom Patienten gar nicht wahrgenommen, dass er vielleicht einen falschen Biss hat und er ist bei anderen Ärzten, wir haben jetzt letztens eine Patientin gehabt, die war lange krankgeschrieben, die hatte dementsprechend Gesichtsschmerzen gehabt, Kiefergelenksprobleme gehabt, hat aber auch Nacken- und Rückenschmerzen gehabt und die war von der Hausärztin bis hin zur Neurologin behandelt worden und die haben alle nichts gefunden. Und da, wo sie dann den Weg zu ihrem Zahnarzt oder zu ihrer Zahnärztin in dem Fall gefunden hatte, und es wurde dann dementsprechend eine Vermessung durchgeführt der Kiefergelenke und sie hat dann dementsprechend auch eine Schiene von uns bekommen nach der Vermessung, die dann auch optimal den
richtigen Bissverhältnissen angepasst war. Dann hat sie nach relativ kurzer Zeit eine Linderung ihrer Beschwerden gehabt und ist mittlerweile auch beschwerdefrei. Herr Boland, Kieferrelationsbestimmung, das ist das Fachwort, was an der Stelle passt. Und da gibt es ein spezielles System, eine spezielle Technik, die Sie einsetzen, die sozusagen in der Tiefe hilft, den Kiefer wieder in die richtige Position zu bringen. Was ist das für ein System? Genau, das ist das Avusac-System und mit dem Avusac-System sind wir in der Lage, die Bewegungsmuster des Kiefergelenks abzunehmen, die in einer Schablone zu hinterlegen und dann in einen ganz individuellen Kausimulator zu übertragen, sodass wir also in dem Artikulator, in dem Kausimulator quasi den Patienten live mit seinen Bewegungsmustern haben. Und das ist weltweit einmalig, dieses System. Herr Boland, Sie sind seit über 40 Jahren im Einsatz mit Ihrer Firma. Sie sind Zahntechnikermeister. Ihre Tochter wird das irgendwann übernehmen. Also die Familiennachfolge, der Familienbetrieb, die Nachfolge ist sozusagen geregelt. Bringt mich zur Frage, es ist ja wichtig, dass man da nicht spart. Es gibt ja so gerade aus Osteuropa, so munkelt man ja viele, naja, Billigheimer in Sachen Zahn. Da sollte man schon darauf achten, dass der Zahntechniker Meister im besten Falle an seinen Zähnen und an dem, was in der Kieferregulatorik nötig ist, arbeitet, oder? Genau. Also man sollte schon schauen, dass man den Zahnarzt vor Ort, den Zahnarzt seines Vertrauens wählt und natürlich auch, dass man dann sagt, jawohl, ich möchte gerne auch hier ein regionales Labor vor Ort haben, damit auch dementsprechend gerade in Richtung Funktionsdiagnostik, in Richtung dem richtigen Biss, da dann die Absprachen und die Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt zum Wohle des Patienten so optimal wie möglich stattfinden kann. Unternehmer im Porträt, das war zum ersten heute zum Thema Zahn und Zahngesundheit Thomas Poland von der Firma Duodental Zahntechnik in Falkenstein im Vogtland. Herr Poland, vielen Dank für den Besuch und für die Informationen. Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Einladung und freue mich, hier gewesen sein zu dürfen. Unternehmer im Porträt und ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Das ist Julia Sperling-Behne und sie ist Gründerin, herzlich willkommen, und Inhaberin von Consulting for You, der Familienberatung mit Herz. Das klingt ja schon sehr gut. Und sie machen tatsächlich Glücksberatung. Da sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, naja, was kann denn das wohl sein? Ist das am Ende irgendeine Scharlatanerie? Aber wenn man sie ein bisschen kennt, und wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt, dann merkt man, sie meinen das total ernst. Und das Thema Glücksberatung ist gekommen aus der eigenen Familie, aus dem eigenen Erleben, aus dem, naja, vor allem auch Muttersein. Ne? Alles, genau so ist es, gemeinsam. Consulting for You ist entstanden, genau aus dem Prozess heraus, dass man eben als Frau die Prozesse bei mir als Bildungswissenschaftlerin, als Wirtschaftspsychologin, als Frau, Mama, ehemals in leitender Funktion, somit auch berufstätig, eben Konzepte braucht, um all dies zu kreieren, um eben in Familien das Glück beizubehalten, zu erschaffen und neu zu kreieren. Denn, und das muss man ja wirklich mal sagen, die Mütter sind die Heldinnen irgendwo, ne, in dieser Welt. Die haben Extremes zu leisten, schon mit der Geburt, aber vor allem dann auch danach. Und sie sind für diese Mütter da, ne, und sagen, wunderbar, Familie, Mann, Kinder, aber die Frau, die Mutter ist auch noch da. Wie schafft man das denn, mal ganz banal gefragt, mit einem oder im Zweifelsfall sogar mehreren Kindern trotzdem das Glück zu behalten und nicht im Stress des Mutterseins unterzugehen? Ja, ich könnte natürlich ganz kurz darauf antworten und sagen, eine gute Planung ist alles. Ich glaube, es würde, die Mama wird sich hier wieder erkennen, ein bisschen kurz greifen. Es braucht quasi, um ein Business zu führen, um eine Familie zu leiten, private Aktivitäten wahrzunehmen und selber in seiner Kraft zu bleiben, geht es momentan hauptsächlich um den Energiehaushalt. Es geht um die Balance, es geht um die eigenen Kräfte. Es geht auch bei Familien einfach darum, alles unter diesem gewissen Hut zu bekommen. Und dort habe ich im Laufe der Jahre gewisse Parameter erforscht, die essentiell sind, um dieses Thema Faszination Familie leben zu können. Und ich glaube, die wichtigste Korrelation kennen wir alle. Wenn es im Business gut läuft, dann funktioniert meist das Privatleben. Und wenn das Privatleben ein bisschen hinterherhinkt, wirkt sich das eben manchmal auch auf das Businessleben aus. Und somit ist es eben wichtig, in der persönlichen Balance zu bleiben, um das zu schaffen, Business, Privatleben, Kinder und auch noch Mama bleiben zu können. Mit der Kraft, Energie für neue Projekte.
Und sich auch, und das ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, sogar was sehr Hilfreiches, sich Hilfe zu holen von einem Coach. Und da sind wir bei Ihnen. Sie bieten quasi Mentoring-Programme für Frauen, für Mütter an. Das kennt man sonst aus dem Business-Alltag so, der meist männerlastigen Sichtweise. Aber eben auch die Mütter können sich Hilfe holen. Richtig. Wir bieten unterschiedliche Möglichkeiten an. Das Mentoring, was Sie sagten, ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, um in den persönlichen Austausch zu kommen. Gerade wenn man schon viel mit Frauen gesprochen hat, mit Freundinnen, sich Videos zu Rate genommen hat, um eventuell Lösungen zu erschaffen. Wenn das aber eben alles nicht mehr hilft und man denkt, hey, ich bräuchte wirklich professionelle Unterstützung, dann gibt es die Möglichkeit in Form von 3 Wochen oder 3 Monaten, ein Jahresprogramm mit uns zusammenzuarbeiten. Es gibt ganz tolle digitale Produkte, die wir mit einbeziehen. Es gibt natürlich die wöchentlichen Live-Calls mit mir selber natürlich auch. Und wir behandeln alle Prozesse, eben die Prozesse, die auf der bewussten Ebene stattfinden. Wie plane, strukturiere ich meinen Alltag? Welche Ernährung ist sinnvoll? Welches Finanzsystem brauche ich auch einfach momentan für die kommende Zeit eventuell? Und wie gehe ich mit den Aktivitäten um? Von meinen Aktivitäten, die meines Mannes und denen der Kinder. Das heißt, Planung ist all das mit drin. Gibt auch die Möglichkeit, man braucht mich quasi gar nicht mehr selber. Es gibt den Concept Store, der einige digitale Produkte aus den vergangenen 2 Jahren jetzt zur Verfügung stellt, um eben nach einer leichten PayPal-Zahlung einfach die Produkte downzuladen, um sie auf dem Handy oder eben auf dem Laptop sofort lesen zu können. Genau, was tut mir gut eben auch als Mutter nach dem Motto, ich bin auch noch da. Ne? Der Mann ist wichtig, die Kinder sind wichtig, aber die Mutter ist auch wichtig. Mhm. Was sind denn so die größten Fehler, die Mütter so machen heutzutage oder auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Was hat man denn da mittlerweile erforscht und was sind die wesentlichen Dinge, die man beachten könnte? Ja. Es ist meistens, ich würde gar nicht sagen, es ist unbedingt ein Fehler, der begangen wird. Aber wo es wirklich spannend wird und wo jede Familie, jede Mama ansetzen sollte, ist, um das Geheimnis zu lüften, bei sich selber. Wenn die Frau, die Mama in ihrer Kraft steht und auf ihre Balance rechtzeitig achtet, sodass sie eben genügend Energie hat, um den ganzen Alltag zu strukturieren, meistens trägt es dazu bei, dass auch der Umgang mit den Kindern entspannt und gelassen ist. Das heißt, wenn wir einfach mal drauf schauen, ist es einfach die Mama, die natürlich sehr viel Verantwortung trägt. Meistens ist sie auch stark eingebunden, neben ihrem eigenen Job noch das Leben der Kinder zu gestalten und ist aber auch noch Ehefrau und hat Haushof und Garten. Man sagt immer so leicht, es passiert so easy peasy, aber sie muss sich ganz schön zurücknehmen oder auch manchmal zusammenreißen, um den ganzen Erwartungen und Herausforderungen gerecht werden zu können, um natürlich gesund und fit zu bleiben. Denn die letzten 2 Jahre, ich glaube, Sie haben es gelesen, wie viele Familien und andere Menschen eben auch, der Glücksatlas hat es gezeigt, die Familienzufriedenheit, das Glücksniveau hat eben sehr stark gelitten, denn zum Thema Glück gehören viele Parameter. Es ist ein großer Gemütszustand, der aus einzelnen Faktoren besteht, wozu eben das soziale Miteinander gehört, wie eben das Privatleben, aber eben auch der Businessbereich eine unglaublich wichtige Rolle einnimmt. Hinzu kommt ein großer Faktor, das ist die Selbstwirksamkeit. Das heißt, jede Frau, Ehefrau, Karrierefrau möchte natürlich, hat das Bedürfnis, neben ihren Kindern auch noch selber etwas bewirken zu wollen. Und diese Dinge alle unter einen Hut zu bekommen, ist manchmal doch schon ein ganz schöner Tanz. Ja, also Sie merken, da ist ganz viel Energie, ganz viel Glück schon bei unserem Gast heute hier zu spüren, bei Julia Sperling-Behne. Aber es bleibt natürlich die Frage, und das denken wahrscheinlich sich einige Männer jetzt, die zuschauen, ist denn diese Beratung, die Sie anbieten, wirklich nur für Frauen oder kann ich da auch als Mann zu Ihnen kommen? Sie dürfen auch sehr gern als Mann auf uns zukommen und wir finden mit Sicherheit eine individuelle Lösung. Sehr gut. Das war eine echte Glücksberaterin heute bei unserer Sendung Unternehmer im Porträt. Vielen Dank, Frau Sperling-Behne. Vielen Dank. Unternehmer im Porträt, es geht weiter bei uns mit unserem dritten Gast. Führungskräfte im 21. Jahrhundert stellen wir ja vor in dieser Sendung. Und ich freue mich, dass wir jetzt einen Gast haben aus Kaiserslautern.
in Rheinland-Pfalz, Heinrich Lappe. Ich grüße Sie, Herr Lappe, und Sie haben uns eine App mitgebracht, beziehungsweise Sie haben eine App erdacht und konzipiert. Und das hat zu tun, denn die App heißt Stadtbekannt, mit der, sagen wir mal salopp, Verödung der Innenstädte. Ne? Das ist ein großes Problem. Da müssen immer mehr kleine Geschäfte aufgeben. Und Sie haben sich gedacht, das ist sehr schade, diesen kleinen Unternehmern helfe ich und mache eine App. Genau. Die kleinen inhabergeführten Geschäfte, die verlieren ja immer mehr. Die Städte veröden, der Onlinehandel wird immer größer und Corona tut sein Übriges dazu. Und das war der Grundstein dafür, dass ich gedacht habe, jetzt entwickle ich die App, um den hauptsächlich inhabergeführten Geschäften, aber auch anderen helfen zu können. Und das Besondere? Sich bekannt zu machen und bekannt zu bleiben. Und das noch für wenig Geld. Und das Besondere an dieser App ist ja unter anderem, dass Sie das sehr klein zentriert auf die lokalen Ebenen runterbrechen. Erklären Sie mal das Prinzip. Das Prinzip ist so, dass die Geschäftsinhaber, wenn sie sich registrieren, das Kfz-Kennzeichen eingeben für die Region, in der sie posten möchten. Das heißt, das kann ein Kreis sein oder eine Stadt. Oder das können auch zwei oder drei Kreise sein, je nachdem, wie das Einzugsgebiet ist. Und die Nutzer in der Umgebung, die können im Grunde eingeben, was sie wollen. Das heißt, die können jetzt, wenn sie in der Stadt unterwegs sind, das Kfz-Kennzeichen eingeben und bekommen alle Meldungen aus diesem Umkreis. Oder sie sind auf Reisen, können dann auch ein anderes Kfz-Kennzeichen eingeben. Also sie bekommen immer die regionalen Nachrichten. Jetzt gibt es ja im App Store oder in den App Stores eine Menge an lokalen, regionalen Apps. Wie unterscheiden Sie sich dabei Stadtbekannt von diesen anderen Apps? Der große Unterschied ist, dass die anderen Apps normalerweise, ich sage jetzt mal, eine Stadt repräsentieren in all seinen Facetten, dass man da also schauen kann, was gibt es an Lokalen, was gibt es an Geschäften, was machen Vereine, was machen Kulturinstitutionen, was macht Tourismus. Man geht also da rein und schaut, was ist da los. Die App Stadtbekannt ruft die Leute in die Geschäfte. Also es geht in erster Linie um die kleineren Geschäfte. Zum Beispiel ein Gastronom kann ein Foto von seinem Mittagessen machen, kann einen Text dazu schreiben, kann Rabatt geben, wenn er das möchte, kann einen Couponcode hinzufügen, kann den auch noch zeitlich begrenzen, drückt auf den Knopf und schon ist das raus und geht direkt auf die Smartphones der Nutzer in der Umgebung und gleichzeitig auf die Seite Stadtbekannt in zum Beispiel im Westerwaldkreis. Jetzt müssen wir sagen, die App ist ganz neu. Ne? Das heißt, wir stellen die heute hier quasi vor. Aber die Funktionen sind schon alle im Gang Funktionalität der App funktioniert. Ja. Was muss denn der gewerblich bei Ihnen als Unternehmen, als kleines Geschäft mitmachen möchte, was muss der tun? Der kann sich die App runterladen, kann sich registrieren. Und dann läuft eigentlich alles automatisch. Das heißt, er hat die App auf dem Smartphone. Das funktioniert sowohl mit Android und auch mit iOS. Und er kann diese App nutzen, indem er auf das Pluszeichen drückt und ein Foto macht und losschickt. Jetzt haben Sie ja viel Kontakt mit Unternehmern und Unternehmen aus den Regionen. Was haben Sie da für eine Empfindung? Wir hatten jetzt gerade Corona, die Innenstadtproblematik, das Innenstadtsterben der Läden, das war schon vor Corona der Fall. Corona hat das nochmal bestätigt und verstärkt. Was haben Sie für ein Gefühl? Wie geht es den regionalen, den lokalen Unternehmern? Ja, denen geht es nicht gut, ganz klar. Ne? Die haben zwei Jahre lang jetzt mehr oder weniger Lockdown gehabt. Die haben alle Probleme. Und der Onlinehandel tut sein Übriges dazu. Man sieht in Kaiserslautern sehr, sehr viele Geschäfte, die geschlossen haben, die ja, leer stehen. Und was damit passiert, keine Ahnung. Sie haben ja vorher mit Immobilien gehandelt und Immobilien war Ihr Thema. Das heißt, Sie können das beurteilen. Was sehen Sie denn für eine Vision? Was wird mit den Innenstädten passieren? Es gibt ja jetzt schon immer mehr große Ketten nur. Die kleinen Geschäfte haben große Probleme. Wenn Sie mal in die Zukunft blicken, weil Sie sich damit ja beschäftigen auch, wie wird die Innenstadt einer mittelgroßen Stadt wie Kaiserslautern, wie Koblenz, wie Hachenburg, wie auch immer, wie wird die in der Zukunft aussehen? Ja, ich hoffe nicht so, wie der Trend ist, der im Moment zu sehen ist.
Ich hoffe, dass es genügend Initiativen gibt, um diesen Trend zumindest aufzuhalten oder vielleicht auch umzukehren. Es gibt ja auch viele Aktionen bereits. Ne? Also es gibt viele Städte, Kommunen, die etwas unternehmen, die wie zum Beispiel in Hamburg die BITS, wo kleine Geschäfte in einem Stadtteil sich zusammenschließen und zusammen was unternehmen, oder Stadtteilfeste oder Apps, die gemacht werden von den Städten, Gewerbetreibende, die sich zusammenschließen. Es gibt ja viele Aktionen. Die App Stadtbekannt ist eine davon. Eine neue App, eine neue digitale Lösung, die aber gleichzeitig die stationären Geschäfte und die Innenstädte am Leben erhält. Eine ganz neue App, wir blenden sie ein. Stadtbekannt heißt sie. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschäftsidee und Ihre App vorgestellt haben. Das war Heinrich Lappe von Stadtbekannt, der neuen App. Und das war es, unsere Folge. Das war Unternehmer im Porträt, Führungskräfte im 21. Jahrhundert. Vielen Dank für Ihr Interesse für heute.